es ist eine Kritik insgesamt am Regierungsprogramm. Dieses Programm liest sich wie von einem Beratungsunternehmen geschrieben, mit Handlungsempfehlungen. Also es werden Handlungsfelder aufgeführt im Regierungsprogramm. Aus unserer Sicht sind das die Handlungsfelder der letzten 10 Jahre dieser Landesregierung, und die sollen offensichtlich ihre Fortsetzung finden. Aufgebaut hat man das ganze Regierungsprogramm auf den von der UN verabschiedeten, 2015 verabschiedeten 17 Nachhaltigkeitspunkten. Da ist der Punkt 14 beispielsweise Leben unter Wasser. Das ist für Kärnten essentiell wichtig offensichtlich. Also den Kärntnerinnen und Kärntnern steht das Wasser bis zum Hals, so kann man das nur interpretieren, weil sonst kann man so etwas nicht so aufbauen. Was fehlt Ihnen denn besonders in diesem Regierungsprogramm? Ja, also wie ich schon gesagt habe, es ist aufgebaut auf einer Nachhaltigkeitsstrategie, die 2015 die UN verabschiedet hat. Da hat man jetzt Handlungsfelder definiert, man hat keinerlei Ziele und Maßnahmen definiert. Also es geht gleich weiter wie bisher. Derselbe Stillstand mit derselben Mannschaft soll weitergeführt werden. Es gibt keine konkreten Antworten zu den aktuellen Themen. Das ist die Teuerung natürlich für die Menschen, immer noch das Leben, dass das Leben wieder leistbar wird. Es gibt keine Antworten auf das Thema Sicherheit, Asyl, vor allem Drogenkriminalität. Also da ist ja Kärnten leider Spitzenreiter, was das betrifft. Wir sind das zweite Land nach Wien, also das zweite Bundesland nach Wien mit der höchsten Drogenkriminalität in Österreich. Und es gibt keine Antworten auf das Thema Corona, ähnlich wie es Niederösterreich zumindest mit einem Fonds gemacht hat, dass man hier zumindest eine Wiedergutmachung andenkt und hier die Schäden behebt. Und es gibt keine Antworten auf konkrete Infrastrukturprojekte. Und das Wichtigste, was zurzeit ansteht, ist der Flughafen Klagenfurt, und dort droht ein Desaster.